Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Splatoon 2 Online. Wieder dabei ist mit mir der MikroXC. Guten Tag, guten Tag. Puh, ihr habt es ja schon im letzten Part gesehen. Die Aufnahme findet direkt nach unserer Revierkampfaufnahme statt. Und wir haben ein neues Thema. Ja. Remaster, Remakes und Ports. Genau, wie stehen wir dazu? Wollen wir mit den umstrittensten Thema anfangen, mit Ports? Ja, dann leg los. Und oh, ich bin voll im Revierkampfmodus drin und ich check jetzt erst, dass wir Ligakampf machen. Nice! Och man, was? Okay, egal. Mit dem umstrittensten Thema ist Ports. Wie stehen wir zu Ports? Genau. Was sagst du dazu? Wie findest du allgemein Ports? Also erstmal allgemein gesprochen. Wie findest du allgemein Ports? Es kommt bei mir auf den Port an. Ich finde zum Beispiel Ports wie Donkey Kong Country, Tropical Freeze, der neue Port jetzt, eine absolute Frechheit. Das geht gar nicht, weil, du weißt schon, Als wenn die Reichweite, Alter. ja, erzähl weiter. Wo war ich gerade? Ich hab's vergessen. Du warst bei Donkey Kong Country. Ja, Tropical Freeze. Ja, genau, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Zum Vollpreis zu verkaufen, finde ich frech. Das Spiel gibt zu 24,99 auf der Wii U. Und mit den wenigen Änderungen, die dieser Port hat, den Vollpreis zu verlangen, ist die absolut pure Frechheit einfach. Die haben halt alle einen Blaster, ne? Ja. Ja, es ist. Also, ich meine, gut, Nintendo will es halt irgendwie rechtfertigen mit ein paar Neuheiten. Mit dem Funky-Modus, und dafür, das ist das Einzige. Der Funky-Modus ist da drin. Wir persönlich kennen aber nicht wie viel das Arbeit gekostet hat, den Port zu erstellen. Das wissen wir ja nicht so ganz sicher. Können wir nicht zu 100% sagen. Aber es ist halt immer noch ein Port, ne? Richtig, es ist immer noch ein Port. Und die, gerade dieser Port, den finde ich halt mega umstritten durch das, wie du schon gesagt hast. Wir wissen zwar nicht, wie viel Arbeit in diesem Port steckt, aber nur für den Funky-Modus nochmal fucking 60€ ausgeben, finde ich dann schon ein bisschen krass übertrieben, Alter. Also das ist so eine Sache, das ist zum Beispiel so eine Art von schlechtem Port, wie ich sie ungern sehen würde. Nochmal. Gott, meine Fresse, diese Blaster, die zacken halt übelst, ne? Ja, aber ich bin mit dem Zwiebelspalten. Ich denke mal, die haben halt die Kosten. Oh Mann, und der Team zackt wieder, Alter! Ja, die gehen halt nicht auf den Turm. Die Kosten nicht wieder reingespielt vielleicht mit dem Wii U-Spiel. Ich meine, das ist natürlich, ist halt ein Wii U-Spiel und das hat sich halt nicht so krass verkauft, denke ich. Ja, eben. Gibt auch einige Leute, die rechtfertigen, die wollen halt, es ist für Nicht-Wii U-Käufer halt wirklich eine gute Alternative. Aber es gibt halt auch einfach Leute, die rechtfertigen das damit, dass, ja, dieser Port ist halt wirklich die absolute Grütze. Zum Vollpreis stimme ich dazu, aber der Port ist per se nichts Schlechtes. Diese Leute sagen dann aber, sie können sich ja eine Wii U kaufen, dann können sie sich das Spiel für 30€ holen und das sagen sie dann auch zu Switch-Besitzern, wo ich dann sage, sag mal, hack's bei dir, Alter, warum soll ich mir eine fucking Wii U kaufen, wenn ich schon eine Switch habe und nochmal 100€ für eine Wii U ausgeben und dann habe ich wieder 130€ ausgegeben, kann ich mir auch gleich den Port kaufen und 60€ sparen. Ja, wenn man eine Wii U hat, dann sollte man doch zu den alten Konsolen greifen. Wobei es immer positiv ist. Ich meine, manche Ports sind halt extra gemacht wegen halt besserer Qualität, ne? Ja, eben. Ich meine, es gibt natürlich auch viele Ports, wie zum Beispiel GTA 5. Für mich ist das der Konsolenport ist halt für mich von PS3 auf 4 ist halt für mich einfach nur ein Konsolenport. Ja, das ist auch nur ein Konsolenport. Das Einzige, was sich halt ein bisschen verbessert hat, ist bei dem GTA-Port halt die Grafik. Die haben sie halt hochgepusht, aber das war's. Hab ich doch getroffen. Ja. Ja, nice! Du triffst mich mit einem Schwall Tinte und ich bin einfach tot, oder was? Aber sonst gibt es natürlich auch Leute, die mit Ports übertreiben. Ich meine, Capcom ist mit Resident Evil 4 halt wirklich sehr groß dabei, ne? Ja, nicht nur mit Resident Evil 4, auch Devil May Cry wird gerade wieder hart ausgeschlachtet, anstatt mal einen fucking fünften Teil zu bringen. Einen richtigen fünften Teil, jetzt kommt mir nicht mit DMC Devil May Cry. Das könnt ihr nicht als fünften Teil verkaufen, Alter. Anstatt den richtigen fünften Teil mal zu bringen, portet man einfach jetzt nochmal die Special Edition, die schon für 360 und PS3 kam, nochmal auf PS4, PC und Xbox. Warum bin ich der Einzige auf Turm gewesen? Also, das kann man. Ich bin gestorben, sorry. Ja, mein ganzes Team verreckt gerade. Nice! Ja. Ja, aber wie gesagt, Devil May Cry ist so ein Beispiel dafür, was halt ein schlechtes Remaster ist oder ein schlechter Port von anderen Konsolen drüber, weil man den halt übelst ausschlachtet. Hat doch gereicht, dass man den auf 360 und PS3 hat. Jetzt bringt man ihn aber noch auf PS4 und Xbox One zusätzlich. Mann, auf PC, kann man den mal aufhalten, bevor die noch den Sieg holen? Auf PC kann ich das noch verstehen, weil für PC gab es dieses Remaster nicht, aber... Oh, kann die mal jemand aufhalten, Alter? Nee, die gewinnen.
nice, Alter. Oh, unser Team kann halt nichts. Die können halt gegen Ende nichts. Ist immer so, ne? Gegen Ende verkackt die es halt total. Ich versuche jetzt die ganze Zeit aufzuhalten mit den Insta-Dingern. Ja, das können wir eh nicht mehr gewinnen. Da ist der Sniper, tot. Ich bin der Einzige am Turm, ne? Ja. Ich bin der Einzige am Turm, geht drauf. Nein. Ja, keine Chance. Ist natürlich, ich bin halt immer der Einzige auf dem Turm. Das ist immer so dämlich. Sorry, mich hat der Sniper umgebracht. Wenn ich sterbe, dann hört es auf. Vor allem zum Schluss müssen mehrere auf dem Turm. Dann müssen ja, das, halt mehrere das machen die Turm. Aber nicht. Anstatt zu springen zu dir, wollen die halt einfach nur Gegner killen. Ja, natürlich wollen die nur Gegner killen. Bei 22 Gegner, der war nicht einmal auf dem Turm. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber gut, bevor wir weiter abfacken, bis zur nächsten Runde. Ja, bis zur nächsten Runde. Und ich bin Stufe 23. Nice. Gut, endlich mal. Sind auch noch 7 Level. Ja, Ports sind ja allgemein eigentlich so per se wirklich nichts Schlechtes. Ich meine, das bietet halt für viele einen neuen Grund, das nochmal zu spielen, die es nicht gespielt haben. Aber es kommt natürlich auch erstens, wie du schon in der Warteschleife gesagt hast, auch drauf an, wie das, welches Spiel das ist. Genau. Und aber auch. Wo treffe ich? Ich habe hier eigentlich getroffen. Aber auch. Kommt doch auf den Turm, Alter! Oh! Ja, ich wollte nicht. Ich geh. Ich war drauf, aber es kommt halt keiner von den anderen beiden nach. Versuch doch zu joinen. Oh ja, alle tot. Nice, Alter, das ist super. Ja. Ports sind ja natürlich nicht schlecht. Ich wollte irgendwas sagen. Aber wenn ein Port innerhalb einer Gen ist. Ist das halt zum Abfuck. Och, meine Fresse. Könnt ihr mal bitte auf ja, den Turm gehen? Ich bin schon... Oh, was hat mich denn jetzt getötet, so, Alter? Du? Natürlich, der Kackroller, Alter. Kommt von hinten, Alter. Oh. Es eröffnet natürlich immer neue Spielmöglichkeiten. Das immer neue Spieler sind. Das ist natürlich gut, ne? Jupp. Wieso sterben die denn einfach nicht, Mann? Ich falle auf die rauf, die sterben halt einfach nicht. Ja, das ich töte nicht. Neue Spieler, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Natürlich sind aber die Gegner Ports. In Führung. Nice. Oh. Aber Ports von einer Version, die es schon gab, nur in HD, ist natürlich... Weißt du was? Verpiss dich, du Lachsnacken, Alter. Stirb! Och, Mann! Hör auf, so hässlich zu rollen! Ich hasse sowas! Ich bring zu dir, Emil. Vorsicht, Roller! Hinter uns! Oh Gott, fick dich doch! Oh. Ja, Ports sind... Ich sehe das auch so wie du. Sie sind per se nichts Schlechtes, aber ich sehe Ports trotzdem negativ entgegen eher, weil vieles wird halt einfach schon vom HD-Zeitalter ins nochmal HD-Zeitalter geportet. Und das braucht ja, halt das wirklich ist halt für mich kein Mensch. Meine Fresse, das hast du für eine Reichweite. Weil das ist auch ein Kritikpunkt, den ich an Nintendo halt habe. Warum portet man nicht endlich mal fucking Ocarina of Time in HD auf eine richtige Konsole, Alter. Das stimmt. Oh, töte den doch! Oh. Habe ich, aber da ist halt noch mehr. Aber unser ganzes Team ist tot. Das ist natürlich super. Ja, das sind wieder mal die größten Lappen, Alter. Das ist so schön. Das ist wieder so das schöne Beispiel dafür, wenn man die größten Lappen im Team hat, Alter. Och, Mann. Nice, ich ziehe... Oh. Es kümmert sich auch keiner drauf und geht auf den Turm, ne? Oh, natürlich krepieren die, wenn die auf dem Turm sind. Das ist natürlich Fakt. Mann, ja, was ist das denn für eine Scheiße? Oh ja, geil, können wir auch gleich stehen. Ja, nice, ich hab das gar nicht gecheckt, Alter, dass die so weit sind. Warum spielen wir den fucking Modus überhaupt noch? Oh. Weil wir jedes Mal behinderte Leute als Spielspieler bekommen. Das ist natürlich wieder ein Traum. Entweder haben wir Leute, die nur auf Kills aus sind und nie auf den Turm gehen, oder Leute, die in die Gegner reinrennen. Das ist natürlich wieder... Ein Trauerspiel im Ligakampf, nice. Also echt so. Gut, im nächsten Match reden wir über Remaster. Ja, würde ich auch sagen. Das kann man schon mal sagen. Haben wir Ports abgehakt. Ports sind per se nichts Schlechtes, aber blub. Jo, da sind wir auch schon. Neues Thema, Remaster. Ja, was hältst du denn von Remaster? Wir sind jetzt remastered unterwegs. Naja, auf jeden Fall für ein Remaster. Da stehe ich sogar noch skeptischer gegenüber als Port. Denn Remaster sind ja eigentlich sind das halt immer noch Verschönerungen des Spiels, ne? Ja. Aber wenn das halt Remaster bedeutet auch gleichzeitig,
ist es das fucking selbe Spiel. Richtig. Und es ist halt einfach nur schöner gemacht. Und meistens, in letzter Zeit wird das halt, ist das sehr oft der Fall, dass die Remaster erst nicht mal eine Gen zurückliegen, weißt du? Gut, Final Fantasy X war jetzt ein Remaster, was eigentlich doch recht gut, also ist halt echt ein PS2-Spiel, was echt verdient hat, nochmal aufgelegt zu werden. Aber ich hab doch die Entwickler aktiviert. Aber Dingens, ne? Aber, komm, Mensch, Mist. Final Fantasy X hat es verdient. Ja, PS2-Spiel hat es verdient, nochmal Remaster zu werden für PS4 und PS3 und so weiter. Wobei es auch schon der Port ist, wenn man die PS3-Version auf PS4 portet, ne? Richtig. Aber gut, das war ja voll das letzte Thema. Aber Remaster, aber da war halt Final Fantasy X. Also beim Remaster haben sie mehr Potenzial zu verkacken als einfach zu Port. Bring zu mir! Ist oh! Ist das Spiel schon gegeben? Das Spiel bei Ports. Aber bei Remaster. Alter, ich hasse diesen Carbonroller. Aber bei Remaster ist es ja so, die werten es halt nur auf. Und ja, eben. Bei Remaster meistens ist das so ein Ding. Meistens ist das jetzt der Fall gewesen, dass das einfach nur vom PS3 auf PS4 Remaster wird. Und das ist halt für mich keinen Sinn. Das hat für mich keinen Sinn als Remaster. Nee, für mich auch nicht. Ja, Leute, haltet die doch auf, Alter! Remaster ist halt auch so eine Sache. Ich sag mal so, es gibt gute Remaster à la Final Fantasy X, wo das wirklich schön ist, dass man sie auf neueren Konsolen spielen kann. Oder Kingdom Hearts, wo man dann auch 60 ja. FPS und sowas drin hat, was halt einfach ein wesentlich geileres Spielgefühl ist. Oder man hat schlechte Remaster, wie ein The Last of Us, was man nun wirklich nicht gebraucht hätte. Auf der fucking PS4. Kam ja nicht nur für PS3 einer Konsole, komm, ich bin allein am Turm. Einer Konsole, ich bin schon da. Shit. Gut. Gut, bleib auf. Ja, nice. Haben wir gewonnen, nice. Gut, wir sind remastered unterwegs. Richtig, ja? Und sowas wie The Last of Us finde ich halt mega useless, Alter. Das war eine pure Frechheit, aber man hat wenigstens nur 49,99 dafür verlangt und nicht 69,99. Also da hat Sony hart, Nintendo, ne? Also schon mein, ein, da hat Sony Nintendo schon einiges voraus. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Kampf. Was Remastered angeht, definitiv. Bis zum nächsten Kampf, dann geht's weiter bei Remastered. Ja. Ja, Remaster. Ja. Ist immer, also eigentlich ist Remaster, also Remaster sind halt wirklich immer unter der Gaming-Community wirklich ein Streitthema gewesen. Richtig. Da kannst du sagen, was du willst. Definitiv. Gerade bei Remaster ist die Last of Us halt, wie gesagt, schon. Last of Us ist für mich wirklich die pure Frechheit gewesen. Ja, was ich auch pure Frechheit war, fand ich, war die Trilogie von Dingens, ne? Von Uncharted. Ja. Das ist halt für mich auch eine Frechheit gewesen. Ich meine, hallo? Wieso ist da niemand auf dem... Bin doch... Oh, töte den doch, Alter! Nice! Ich hab ihn tot. Ja. Ja. Hilf mir mal jemand, Alter. Ich bin schon da. Fuck, ich bin runtergefallen. Ja, ich hab... Oh, ja, nee, ist klar, Alter. Was soll denn die Scheiße? Gut, ich... Skill hier ab, Alter. Ja, aber... Nein, gibt's denn positive Beispiele für Remaster, abgesehen von Final Fantasy... jetzt Final Fantasy X und Kingdom Hearts? Eigentlich kaum, ne? Also der hat mich ins Wasser geschubst. Nice, dich auch. Lol. Ja, mich auch, ja. Bleib am Tor, ich will am Tor springen. Auf dem Tor. Oh, er ist gestorben. Nice. Oh. Und du natürlich auch. Bin ich da auch krepiert, ne? Sofort instant. Ja. Ich hasse das, also wie die Pest, Alter. Ich hab's gemerkt. Es gibt, also ich merke, also ich finde jetzt persönlich nicht so viel an Remaster. Geh mal einen auf den Turm. Oh, nice. Es gibt echt... Oh Gott, da sind die links. Ich, keiner geht auf den Turm. Also an. Keiner geht darauf, Alter. An Remaster finde ich jetzt nicht so viele positive Beispiele. Nee, ich auch nicht. Ist halt für mich nicht. Oh, ich treffe auch einfach nichts. Mann, ich hasse diesen fucking Regenschirm. Meine Fresse, ich baller auf ihn rauf und es stirbt halt einfach nicht. So ätzend, dieser Regenschirm, ne? Und der Japaner, der dreht sich nicht um, Alter. Ja, ich kann halt nichts machen. Ja, was ist das von denn? Überall Scheiße, sind Gegner. Überall. Und unsere Teamkameraden, unser einer was steht da einfach in der Ecke rum, Alter. Der steht da rum und guckt auf den Boden einfach nur, um zu provozieren. Oder er ist geflogen. Ich glaube, die Gegner haben ein Disconnect. Oh, nice. Dann haben wir gewonnen. Das können die gar nicht mehr gewinnen. Ich glaube, die hatten wirklich ein Disconnect. Nee, hatten sie nicht.
Ich habe ihn gerade getötet. Nice. Den Disconnect. Bist du sicher, dass sie einen Disconnect hatten? Ich glaube nicht. Ja, ich denke schon. Wenigstens ist mal der Lag nicht real, Alter. Ha! Na, nice! Du hast ihn umgebracht. Super. Gut. Super. Du stehst voll im Weg. Nice! Mann! Was hat mich denn jetzt getötet, Alter? Wo sind mein Team denn? Oh, keine Ahnung, wo die sind. Tot? Die sind alle gestorben, Alter! Was sind das denn für Lappen? Oh, wie ich was hasse, Alter. Oh, das gibt's doch gar nicht, Alter. Nice! Wieso stirbt der denn nicht? Ich hab ihn auch abgeballert. Oh. Aber was macht der Japaner? Wo ist der denn bitte? Der soll auf den fucking Turm gehen. Mann, die haben den Japaner-Lag, Alter. Oh. So, tot, Alter. Scheiß Japaner. Ach nee, das war Gui Gui. Spasti, Alter. Spasten Japaner, Alter. Oh, come on. Was ist das denn für ein fucking Eimer? Der Japaner kann nicht mehr töten. So, na, zwei na, getötet, nice, nein, Alter. Doch, nice. Garten, gut. Da hab ich einfach wegrasiert, Alter. Zwei Stück gleich. Komm hoch. Nein, voll ins Wasser. Oh, was war das? Oh, Junge. Das zu mich so hart ran. Oh, war das dumm, Alter, von mir. Das war so richtig dämlich, Alter. Oh, damit habe ich ja gar nicht gerecht. Das habe ich ja komplett vergessen einfach. Tschüss. So, habe ich umgebracht. Nice. Der Gui Gui hat denselben Fehler gemacht wie du eben. Echt? Nice. Ja. Nein! Oh Mann! Bin schon auf dem Turm. Bin schon wieder drauf. Alles gut. Gut, alle tot sind. Ich spring hinterher. Spring, pass auf, da kommt einer! Ja, ich hab ihn mitgenommen, aber du bist leider von der Granate getötet worden. Geh doch auf den Turm, Alter! Oh! Der Japaner, der macht die ganze Zeit nichts. Das hält vom Weiten immer, guckt immer vom Weiten zu. Oh, unser Team ist nur aufs Hacken, Alter! Los. Ich bin auf dem Turm! Ich bin auch auf dem Turm! Ja, gewonnen! Nice! Oh! Was für eine Geburt, Alter! Schön, ne? Schön. Ja. Da kommen jetzt gleich in den nächsten zwei Parts, also natürlich zwei Kämpfe, kommen dann die Remakes dran. Also wenn das ja, zwei Kämpfe werden. Ja, würde ich auch sagen, Remakes. Wir haben am Ende ja gar nicht mehr über Ports geredet, Remastered geredet, weil die war halt zu Ende das Thema. Ja. Ports, Remastered sind halt ein noch zweischneidigeres Schwert als Ports. Aber bis gleich. Ja. Jupp. Und hier sind wir wieder im Modus Muschelchaos. Wir hassen ihn. Oh, ja, wir hassen ihn so sehr. Ihr seht ihn jetzt. Er ist halt nicht so toll. Ihr seht ihn jetzt auch wirklich jetzt auch zum letzten Mal, weil die Stages gewechselt haben. Und wir jetzt keine Lust hatten, euch nur eine 18 Minuten Aufnahme zu schenken oder sowas. Ja. Und deswegen seht ihr den Modus jetzt. Sag mal Bescheid, wie viele Dings du hast. Ich hab 5 Muscheln gerade. Okay, ich hab 9. Stirb doch, Alter! Oh ja, nice! Oh, dieser Wichser, Alter! Warte, einer. Ich hab ein Dings, ne? Du hast einen Ball, dann los zu den Gegnern! Hau den Ball in die Fresse, Alter! Wie kann ich den werfen? Wie kann ich den denn werfen? Ich hab doch R gedrückt! Mit A! Kannst du, glaube ich, werfen, oder auch nicht? Mit A! Och Mann, Alter! Mit A! Warum werft man denn mit A, wenn man sonst immer mit den Schultertasten wirft? Das ist doch Bullshit. Weil du musst ja noch schießen können, während du den Scheißball hinten drin hast. Sonst müsste man das Schießen. Das ist aber dumm. Sonst müsste man ja das Schießen auf A packen. Und das wäre halt auch dämlich. Natürlich, da kommt einer. Kann man jemand sich um den Scheißfacker kümmern? Och Mann. Schon tot. Oh. Das war knapp, Alter. Das war richtig knapp. Ach, die Gegner haben den reingeworfen. Nice. Ich hab ihn reingeworfen, gebrochen! Los, ja! Werft jetzt in Führung! Los, werft mehr rein! Oh nein! Oh. So, wir wollen Remakes.
Was sind Remakes? Remakes sind einfach grund auf neu gemachte alte Spiele. Richtig. Und was kann man denn als Remake als gutes Beispiel nehmen? Final Gott, Mann, ich fresse dieser fucking Blaster, Alter. Zum Beispiel das jetzt angekündigte Final Fantasy VII Remake. Das ist ein richtiges Ist halt im Grunde ein richtiges Remake. Was für mich als nicht als richtiges Remake sind Spiele, die zwar als Remake angepriesen worden sind, aber halt keine aber sind, sondern nur Remasters oder Ports. Im Grunde ist das einfach nur, es war von Grund auf neu gemacht, aber ist halt trotzdem kein Remake, weil es halt einfach dasselbe 1:1 dasselbe Spiel ist. So, wir müssen erstmal. Sammelt doch, hier sind doch Dinger. Oh Gott, ihr müsst die töten. Ja, hier waren doch viele. Oh nice, ich hatte den großen Ball, Alter. Töte ihn doch und nimm dir den großen Ball. Oh, die sind alle tot, Alter. Das ist nicht deren Ernst. Och Mann, ich hab ihn doch getötet, Mann. Ja, nice. Ich treffe ihn zweimal und er tötet mich. Aber die sterben halt einfach nicht. Och meine Fresse. Wie sehr ich diesen Modus einfach hasse. Es ist einfach nur Pest, der Modus. Der ist wirklich nur Pest. Das ist unfassbar, wie pestig der Modus ist, Alter. Und jeder, der gefallen an diesem Modus hat, der ist halt echt... Och nein, da läuft da jemand einfach durch. Oh, nice. Oh. Nice. Oh, dieser Wichser, Alter. Das ist so super. Oh ja, ihr anderen beiden im Team. Ihr seid richtig scheiße. Ich hoffe, das wird euch eine Lehre sein. Ich hoffe, die Niederlage schmeckt euch. Ich hoffe, sie ist delicious. Kommt mir jemand hinterher? Ich bin schon hinter dir. Ach. Oh Mann, ich bin runtergefallen. Sorry. Hab ich den da hochgeschmissen? Die haben doch offensichtlich getroffen. Anscheinend ja leider nicht. Hä? Das ist bei mir eine Aufnahme. Ich habe ihn offensichtlich getroffen. Deswegen ist der Modus auch scheiße, weil es einfach nicht funktioniert. Ja, weil der Modus laggt auch halt übelst. Oh Gott, ich hasse Muschelchaos. Muschelchaos zackt so. Das ist das letzte Mal, dass ihr diesen Scheißmodus seht, Alter. So, ich hab einen Ball. Ist jemand hinter mir? Ich habe ihn reingebrochen. Ich habe ihn reingeworfen. Also der Korb ist offen. Ja, ich kann nichts machen. Da war ein Gegner. Scheiße. Tot. Egal, versuchst du, schaffst das schon. Ich bin schon tot. Kann nichts machen. Oh, super. Oh, ich hasse diesen Modus. Ne? Einfach nur, das bringt halt einfach null Spaß. Ist halt echt so. Der ist echt kacke, weil er halt die Gegner laggen halt andauernd. Oh, du willst also von da kommen. Oh, Mann. Ich kann halt gerne spielen. Naja, auf jeden Fall, Remakes sind halt immer... Wenn Remake 1:1 gemacht ist... Also Remakes stehe ich eigentlich im Grunde positiv da, wenn ein Remake halt einfach 1:1 dasselbe Spiel ist, dann ist es halt nicht so sehr. Oh gut. Mann! Immer tötet mich Spiel irgendwas mit der Scheiß. Haftbomben, Massenbomben, Alter! Fick doch! Ganz ruhig. Ja, Remakes. Ich hab ihn doch getroffen, Mann! Remakes Wieso sind eine gute Sache. Denn nie? Bei Remakes finde ich besser als Ports. Oh, ich hänge hier fest irgendwie. Och man, ich hab keine Tinte mehr. Töte ihn doch, Alter, los! Ja, geht doch! Wirf noch mehr rein, Miku, ja! Ich hab nicht mehr! Ich hab nicht mehr! Ich hab auch keine mehr! Nice! Ich glaube aber, das haben wir gewonnen. Müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Ja, Gott sei Dank, Alter. Oder? Haben wir es gewonnen? Ich weiß nicht, ich kann den Modus sehr, sehr, sehr schwer einschätzen. Doch. Da kommt der gute Ninion mit Xenoblade Chronicles 2. Ja. Wieso gibt's Verlängerung? Brauch noch, hier, Muschel! Kann jemand freischießen? Muschel! Kann ich das auf... Muschel, sammel ein! Wie kann ich dir denn geben? Muschel, ich werf die, ja, da, du hast! Wirf ihn rein, los! Oh, wir haben eh gewonnen, nice. Ich wollte ihn gerade reinwerfen, aber es ist voll ungewohnt, dass man auf A werfen muss. Das ist einfach Bullshit. Ja, aber wie willst du das sonst regeln? Das ist dumm. Wie willst du das sonst regeln? Dann sollte man die Waffen verbieten, eine Waffe komplett sperren. Ja, das, stattdessen darf das die ist Scheiß Quatsch. Kugel dann darf man nur einen Ball sammeln und das ist halt Müll. Das ist dann halt Kacke. Dann lohnt sich der Modus. Nein, den sollte man nur sperren, wenn man den großen hat. Das ist total verwirrend, dass man A drücken muss. So, das bis halt gleich, Leute, Modus. Dann geht's weiter bei Remakes. Ja. Yep. Und hier sind wir im letzten Kampf, denke ich mal, wenn der lange dauert. Doch. Nochmal, schreibt in die Kommentare, was für Themen wir machen, aber gleich vorweg, in Liga-Kampf-Parts gibt es keine Themen mehr. Das haben wir entschieden, weil wir uns hier halt konzentrieren wollen und gewinnen wollen auch wirklich.
Hier werden wir uns ein bisschen mehr aufregen und im Revierkampf dann sprechen wir halt über verschiedene Themen. Da brauchen wir uns nicht so konzentrieren, wie jetzt in einem Ligakampf-Match oder sowas. Was, wovon? Oh, come on, als dann nämlich. Ach, come on! Komm halt links von der Seite, Alter! Du. Der rollt halt. Ja, Das ist das, was wir kaum besprechen können. Richtig. Zum Thema Remakes nochmal. Welche Remakes fandest du denn bis... Oh ja, komm von links. Welche Remakes fandest du denn bis jetzt gut? Boah, ich spiele selten Remakes, weil ich meistens, wenn ich das Original gespielt habe, kaum das Remake spiele. Adrian, beweg dich doch von der Base weg, Alter, du Lappen! Oh. Außer... Ja, die Gegner werfen hier schön Muscheln rein, Alter. Nice, bei uns. Oh, das ist... Och, was ist das denn? Da kommt der nächste Ball. Ja, nice, wir können aufgeben, das haben wir verloren. Dann wird das doch nicht der letzte Kampf, wenn das so weitergeht. Guck mal, der eine ist gerade nur... Ist das euer Ernst? Spiel! Was war das denn, Alter? Der ist nur im Kreis gelaufen. Wir sagen es, wie es ist. Das sind fucking... Alter, sollen sie doch alle ihre... in ihren kleinen... Alter, diese Bastarde. Das musste jetzt. Oh mein Gott, was machen die denn? Das musste jetzt. Die brechen doch die Barriere. Oh, was macht unser Team denn? Machen die es mit Absicht? Ja, anscheinend. Oh ja, töte mich von den. Oh, Alter. Unser Team hat richtige. Stimmt doch. Alter, richtige Bastarde, Alter. Adrian steht nur in der fucking Base rum, Alter. Oh. Das ist so zum Heulen, Alter. Ja, Remakes sind scheiße, fertig, Thema Mann, zu Ende. Mann, Alter, ich krieg auch nie mehr Unterstützung, weißt du? Mann, was soll ich denn machen, oh. Alter? Oh. Das macht unser Team mit Absicht, ne? Die wollen, dass wir verlieren. Tu ich mal unser Team. Was denn? Wo? Stirb doch! Mann, da kommt einer hinter dir! Ich steh vor dir! Ich, normalerweise sollten die zerplatzen. Ja, die laggen doch. Das ist einfach guck nur mal hier. Die da steht er in der Base, Alter. Oh, dieser Bastard, Alter. Oh. Weißt du was? Ja, ich habe ihn fünfmal getroffen, Alter. Das stirbt nicht. Nice. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bleib in der Base. Ist bei mir genauso. Nö. Die Limitspieler, die ich merke ich mir jetzt eindeutig und die werden sowas von gleich hart gesperrt. Ja, wie bei kann mir man auch. So scheiße artig sein? Das geht gar nicht, Alter. Die haben wahrscheinlich zu viel ihren. Dieser Scheiß. Alter. Zu viel von ihrer Mutti genuckelt, und Alter. Unai Blue. Scheiß drauf, wie oft ich jetzt zensieren muss, Alter. Das ist ein scheiß beschissene Sollen sie doch alle ihre und dann diese Ja. Das ist genau das, was ich auch sagen will. Das ist wirklich so. Nee, die werde ich sperren. Das war's. Ligakampf ist zu Ende. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nee. Sorry, Leute, das war's. Ligakampf ist zu Ende. Kein Bock mehr auf Muschelchaos, dieser Modus. Nee, weißt du was? Ich mache jetzt mal extra mal einen ganz kurzen Bonus. Ich zeig euch mal, wie die Sperrfunktion auf der Nintendo Switch funktioniert. Man geht auf Freunde hinzufügen, Nutzer, mit denen gespielt wurde. So, unsere Ligakampf-Platzierung vom letzten Mal gibt's nicht, weil wir halt richtig scheiße waren. Seht ihr gerade hier, genau, Leute? Genau, das sieht man da nicht. So, genau. Und wie, ich zeig euch auch mal die Sperrfunktion. So, welche waren das? Welche beiden? So. Welche beiden haben so gesackt? Einmal der Adrian 14, der wahrscheinlich nicht mal 14 ist, aber sein potenzielles Alter, was er mal werden möchte. Und der, wo war das? Das war halt einfach, der war so ein ganz komischer Name. Ja, ich such die auch gerade. Der Unai LPR. Genau. Auch. Sperren. Das war dieser, hab ich euch so, mal gezeigt. Hier, so sperrt man, zeigen wir euch dann mal, wie sperrst du die hier halt einfach und dann sind sie weg. Und dann könnt ihr nicht mehr mit denen spielen. Dann wird man nie wieder mit denen gespielt. Also das ist echt so, eine... Und das war dann dieser Adrian sehr schöne. Das waren halt richtige Bastarde, Alter. Das muss man ja auch mal... Man muss ja auch mal in einer LP gezeigt haben, wie das funktioniert. Und wir sind jetzt nicht... Wir sind jetzt nicht mad. Oder ihr könnt jetzt nicht... Braucht jetzt in die Kommentare schreiben. Alter, ihr rastet voll aus. Ja, wenn das so jemand so scheiße spielt, ist das so klar. Ihr habt es doch gesehen, Leute. Gerissen. Die sind nur in der Base gestanden und sind im Kreis gelaufen vor unserem Ding. Haben nichts gemacht, Alter. Naja. Und die beiden könnt ihr euch merken, die sind offiziell... Die werde ich auch nie wieder deblocken, die sind offiziell geblockt. Genau. Man Hashtag sagt, offiziell also geblockt. Schreibt in die Kommentare. Sowas mag man ja, ne? So ein bisschen genau. Offiziell blocken und so. Das ist halt immer sehr nice. Ja, Leute. Gut. Dann würde ich sagen, sorry für diesen letzten richtig beschissenen Muschelchaos-Part, wo wir halt richtig viel zensieren mussten, weil wir halt richtig harte Beleidigungen schon gebracht haben. Ja. Also, das war. Das also, war ihr echt wollt das nicht hören. Heftig. Also.
Ja, Leute, ich will gar nicht weiter reden. Wie gesagt, nächstes Mal Ligakampfpart. Keine Themen, ja. Da müssen wir uns halt konzentrieren. Da wird halt mehr ausgerastet, aber nicht so heftig wie jetzt eigentlich, weil wir, das war auch das letzte Mal Muschelchaos. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Revierkampfpart mit dem nächsten Thema wieder. Und wir bedanken uns. Jo, und dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, ne? Ja, würde ich auch sagen. Du sammelst viel zu viel. Ja. Halt es einfach knapp. Tschüss. Okay, tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Splatoon 2 Online mit MikoXC. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen könnte oder welche Projekte ich sonst noch starten könnte. Wenn ihr keinen Part mehr von Splatoon 2 Online mit MikoXC verpassen wollt, dann drückt doch einfach auf nächster Part oder auf die Playlist, um alles automatisch abspielen zu lassen. Sollte der nächste Part allerdings noch nicht hochgeladen sein, dann drückt doch auf den Vergiss nicht zu abonnieren Button, damit du nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!